Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich habe es bereits in den letzten Videos ein paar Mal erwähnt, aber ich möchte es euch nochmal wirklich explizit mitteilen. Ich kann durch einen besonders schönen Zufall, eine besonders schöne Fügung, kann ich doch auf der Buchmesse 2018 in Leipzig mit dabei sein. Ein ganz, ganz fettes Dankeschön an Maddie Rosa Roth, weil sie es mir ermöglicht hat, dass ich doch zumindest für 2 Nächte herkommen kann, dass es sich zumindest ein bisschen lohnt, auf die Messe zu gehen. Ich hatte ja eigentlich ein paar Mal gesagt in letzter Zeit, ich kann leider nicht bei der LWM 2018 mit dabei sein, weil es bei mir ganz, ganz unglücklich auf die Schulzeit fällt und in der Schulzeit kann ich einfach keinen Urlaub nehmen. Das heißt, Donnerstag und Freitag werde ich definitiv nicht auf der Messe sein. Geht einfach nicht. Ich habe halt bis Freitagnachmittag Schule und dann muss ich erst auch von Bremen aus, nach Leipzig fahren. Das ist halt leider alles nicht gerade so um die Ecke. Es dauert eine Weile dahin zu fahren. Und da meine eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit erst weggefallen ist, weil ich halt nicht wusste, ob ich kommen kann oder nicht, habe ich es abgegeben. Für Leute, die halt wirklich definitiv kommen können. War es dann halt auch, hat sich alles nicht mehr so ganz gelohnt oder ich dachte mir so, lohnt sich es überhaupt hinzufahren, weil ich ja wenn dann auch nur noch den Samstag hingehen würde, weil Sonntag sich für mich menschentechnisch nicht lohnt. Es sind so viele Menschen sonntags auf der Buchmesse unterwegs, das tue ich mir jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr an. Es ist einfach mir persönlich zu viel, mit so vielen Menschen durch eine Halle zu laufen, weil ich selbst auf Stützen unterwegs bin und dann doch ein Kandidat von Platzangst bin. Da kriege ich sehr schnell irgendwie das Gefühl, dass mir alles zu eng wird. Weil ich jetzt allerdings die Möglichkeit habe, kostenlos bei Maggie zu übernachten. Vielen, vielen Dank dafür übrigens nochmal, ganz toll. habe ich mir gedacht, okay, gut, komm, so viele Leute sind da, du möchtest so viele Leute wiedersehen, ich möchte euch alle wiedersehen. Habe ich gedacht, gut, okay, ich fahre doch das Wochenende hin und komme dann zumindest den Samstag auf die Buchmesse und eventuell noch ein paar Stunden für den Sonntag, werde mich dann allerdings vermutlich nur in der Blogger-Lounge aufhalten. Für Samstag habe ich mir ein paar Lesungen rausgesucht, zu denen ich hingehen möchte. Welche genau, weiß ich allerdings noch nicht. Ich werde euch ganz, ganz, ganz viel bei Instagram mitnehmen. Schaut einfach mal hier unten vorbei. Folgt mir einfach. Ich nehme euch auf jeden Fall mit in den Story mit. Das Presse-WLAN ist ja glücklicherweise ganz gut mittlerweile. Genau. Und ich bin mittlerweile so froh, dass ich mich vorsorglich doch einfach mal akkreditiert habe, weil ich dachte so, hey Mensch, vielleicht kommt ja doch irgendwie noch so ein glücklicher kleiner Zufall, der dich dahin fahren lässt. Und jetzt ist dieser Zufall da und ich bin super froh, dass ich diese Chance doch wahrgenommen habe. Auch wenn ich sagen muss, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos meine Akkreditierung noch nicht im Briefkasten hatte. Es wird also ein bisschen eng. So langsam wird es eng. Aber am Tag, wo dieses Video heute online geht, startet die Buchmesse in Leipzig und ich freue mich schon so doll. Es wäre super schade gewesen, wenn ich nicht hätte kommen können. Aber ich bin jetzt doch da. Deswegen Auftrag an euch. Ich habe ein ganz schlechtes Namens- und Gesichtergedächtnis. Falls wir uns schon mal gesehen haben oder falls wir uns noch nie gesehen haben, ihr seht mich ja nun in wirklich jedem Video, quatscht mich einfach an. Ich werde meine pinken Haare haben. Sidecut bleibt bis dahin auch vorhanden. Ich werde auf Stützen unterwegs sein und vermutlich eine Kamera in der Hand haben oder um den Hals hängen. Also quatscht mich einfach an. Ich bin da ganz schmerzfrei. Ich bin nur sehr schlecht im selber Leute erkennen. Also falls ich euch nicht erkenne, seid mir nicht böse drum. Ich habe ein ganz schlechtes Gesichtergedächtnis. Wirklich, also ich bin da die absolute Niete, quatscht mich also einfach an, es ist absolut in Ordnung. Und apropos Kamera, ich werde auf jeden Fall die Kamera mitnehmen, das heißt am Montag, wenn ich es schaffe, Sonntag das Video fertig zu schneiden, gibt es am Montag anstelle meines Weekend Forever einen kleinen Einblick in die Buchmesse, in den Samstag und den Sonntag. Ja, das wird spannend, ich freue mich schon so darauf, also es ist wirklich immer jedes Mal so ein kleines Highlight im Leben meines Buchnerds. Und deswegen bin ich super froh, dass ich jetzt doch in die Messe hallen darf. Als kleine Ankündigung zusätzlich noch, das heißt, am Sonntag wird kein Stream stattfinden. Es ist ja normalerweise so, dass um Sonntag 12 Uhr mein
meine Märchenstunde stattfindet, mein Sonntagsstream, und vorher streamt ja immer die Pinguin ein bisschen, eine Stunde lang, und hinterher gebe ich meistens weiter an Maddie Rosarot. Wir sind jetzt allerdings alle auf der Buchmesse, wobei ich für Pinguin leider nicht sprechen kann, aber Maddie wird ja auf jeden Fall mit mir auf der Buchmesse sein, das heißt, unser Teil des Streams sonntags wird leider wegfallen. Ich denke aber mal, dass das nicht so schlimm sein wird, weil die meisten von euch hoffentlich auch auf der Buchmesse rumlaufen. Oder ja, als Entschädigung gibt es dann eben dafür am Montag das beste Video. Und ja, ich freue mich. Also ich werde den Sonntag dann vermutlich im Auto verbringen und ja, an dem Montag dann eventuell vermutlich wieder arbeiten gehen. Ne? Also mal gucken, es wird so ein kleiner Wochenendtrip. Wird ein bisschen chaotisch, ein bisschen hektisch, aber ganz ehrlich, das ist Messe irgendwie immer. Ich muss noch mal gucken, wie ich Sonntag mit den Menschen klarkomme. Es tut mir leid, ich mag keine Menschen. Ich mag keine Menschen in engen Räumen ohne Fenster. Das ist so ein Tick von mir. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich überhaupt da sein kann. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich wollte euch eigentlich nur kurz mitteilen, so, yeah, ich bin auf der Buchmesse, quatscht mich an. Und jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Naja, ich freue mich, euch zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen von diesem kleinen Mini-Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Oder vielleicht in den Messehallen. Yay! Yeah.